Sollen wir mal ein bisschen zurückkommen zum sportlichen Ablauf der vergangenen Saison? Weil da haben wir noch gar nicht alles, was auf dem Rasen geschehen ist, komplett rund gemacht. Und da haben wir uns überlegt, dass wir uns auch mal ein bisschen kritisch mit den Neuzugängen der abgelaufenen Saison auseinandersetzen wollen. Es sind insgesamt 7 Spieler, die in dem Verein in der gesamten Saison neu zugefügt worden sind und die wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angucken können. Auf der Zugangsseite standen nämlich in der ersten Transferperiode Lymnios, Tolu, Anderson, Max Meyer und André Duda sowie Ron-Robert Zieler. Habe ich gerade Max Max Meier Meyer kam noch. gemeint? Max Nein, Meier, ja, Max Max Meier, Meyer. sehr bekannt, Vergesst ja. Max Meyer. Vergesst Max Meyer. Denn Max Meyer zusammen mit Emanuel Dennis kam erst im Winter in der zweiten Transferperiode und wurden in Form von Laien realisiert sozusagen. Ja, auf die Spieler können wir mal blicken. Wer von denen hat es für euch gebracht in der Saison? Soll ich die Frage andersrum stellen, glaube ich. Nee, Aber es wäre also einfach. Wer es wahrscheinlich knapp geschafft hat, ohne Nachprüfung, das ist für mich Duda. Ja. Man sieht, dass es ein Fußballer ist. Man sieht, dass er ein Füßchen hat, aber auch da gab es relativ große Schwankungen im Spiel. Es kam mir manchmal so vor, als hätte Duda so das Gleiche gefühlt wie wir, dass er sagt, was passiert denn hier gerade eigentlich? Mit wem spiele ich denn hier gerade zusammen? Warum spielst du denn bei mir in der Mannschaft? Das ist Bundesliga-Fußball. Wer bist du? Hallo, wer bist du denn? Dominik, was machst du da mit Ja, Menschen? so, dass man halt sagt, hallo, das ist die erste Bundesliga. Was ist denn das für ein Ball, den du mir über 3 Meter in den Rücken spielst? Das gibt's doch gar nicht. Dass er dann irgendwann auch mental mal abgeschaltet hat. Aber als reiner Fußballspieler und also als Transfer halte ich ihn tatsächlich für den besten Transfer, den der FC in dieser Saison getätigt hat. Haben wir nicht noch einen vergessen? Marius Wolf ist da auch erst zum Anfang Stimmt. dazu gekommen, oder? Ist mir Ja. gerade mal noch so Stimmt, eingeschossen. ja. Weil wenn ich mal so an Neuzugänge denke, war er zwar auch einer mit Ups und Downs, aber auch einer, der mir in dieser Saison, wo nicht viele Leute positiv aufgefallen sind, zumindest mit seinem Einsatz positiv aufgefallen ist, solange er nicht Rechtsverteidiger gespielt hat. Das war schon eine ziemliche Katastrophe, aber wenn er sich offensiv eingeschaltet hat, hat er da ja durchaus zumindest auch mal ein bisschen Aggressivität reingebracht und Laufbereitschaft und war da dann auf seiner Seite schon ab und an mal der Impulsgeber dann. Aber es gibt natürlich auch Highlight-Videos von Marius Wolf, die in so einer Fail-Army-Kategorie auch gut aufgehoben werden. Ne? Also so, weiß ich nicht, Hürdenläufer gegen die erste Hürde. So in dieser Kategorie. Weil es Also, genau bei den als beiden Rechtsverteidiger Personal, hat er sich keinen Gefallen getan. Ja, das stimmt ja. was ich gerade bei den beiden Personalien finde, ne, die Punkte, ich sehe das genauso wie ihr beiden. Ich finde halt krass, wir haben einfach 3/4 der Saison ohne Trainer gespielt. Ne? Das darf man einfach nicht vergessen. Und das ist halt, Marius Wolf ist kein Rechtsverteidiger. Ich glaube, der lange Pfosten war Lava über mehrere Wochen, wenn er da gespielt hat. Bei André Duda, der Typ musste einfach nach jedem Spiel in der Spitze, musste der zum Chiropraktiker gefühlt. Weil er einfach jeden Ball hoch und lang über sich geschossen hat. Der Typ ist nicht mal 1,80. Ne? Also da sitzt man immer da und denkt sich, das, was Axel beschrieben hat, ist ja genau richtig. Ich glaube, der hat sich einfach über 80% der Saison da vorne gefühlt und gedacht, so Leute, was ist das hier? Ist das irgendwie der FC Renania, der sich gerade das erste Mal im Leben sieht? Und jetzt prügeln wir mal, gucken wir mal, wer was kann. Und in 10 Spielen findet sich das irgendwie. Das ist, ne, also auch wenn noch auf andere Neuzugänge zu sprechen kommen, ne, dann ist ja kaum zu bewerten. Was soll ich in Tolu oder in Limnios bewerten? Diese Mannschaft hat insgesamt grausam gespielt über die Großteil der Saison. Da wirst du dann reingeworfen als irgendwer, der irgendwo aus der griechischen Liga kommt oder aus der lettischen und bis in einem komplett dysfunktionalen Gebilde. Ne? Also klar haben die alle nicht überzeugt.
Aber. Ja, aber wie denn auch? Ja, ja, natürlich. Ja. Wo soll denn genau das Nidios da überzeugen? Ich sehe gerade übrigens, der hat 12 Einsätze dieses Jahr gehabt. Ne? Ja. Genau wie ich bei Salih Özcan komplett begeistert war, dass er 28 Mal gespielt hat. Da hättest du mich gefragt, hätte ich vielleicht die Hälfte gesagt, so ungefähr. Ja. Allerdings, Thomas, ich glaube, in einem stabilen Fußballteam könnte so einer wie der Linios tatsächlich gar nicht so verkehrt sein, allein wenn ich seine Körpersprache bewerte. Ja, klar. Ich glaube auch, dass der griechische Nationalspieler, der hat mit ein paar Champions League Quali und Pokal gespielt und sowas, der kann nicht komplett blind sein. Nur wenn du hier reingeworfen wirst und keine Ahnung, der kommt fast eh nur am Ende jedes Spiels rein, so ungefähr. Und dann hast du so einen Trümmerhaufen, der halt gefühlt nach vorne nur weiß, dass man am besten 60 Meter weit den Ball wegschlägt und ansonsten nichts über Offensivspiel überhaupt nur in petto hat. Da kannst du ja auch nichts machen. Also, wir trainieren heute lange Bälle, Jungs. Ja, ja. Ja, wenn weit bringt Sicherheit. Bringt Sicherheit, genau. Ja. Wenn Limnios dann Benno Schmitz als hinterlaufenden Verteidiger hinter sich hat, na, herzlichen Glückwunsch. Da muss ich natürlich auch bedanken. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Ne? Also auch die individuelle Qualität der anderen Mitspieler reicht nicht aus, um jetzt aus dem Stehgreif ohne vernünftiges Korsett gut auszusehen. Die haben alle nicht, wie gesagt, die haben alle nicht wirklich überzeugt. Ne? Also Duda noch am ehesten, Wolf dann kommt da auch schon mit ein bisschen Abstand. Aber dieser Kader war so grausam zusammengestellt und dieser Trainer war halt nicht gut. Da fällt es mir, also wirklich, ich finde das dann immer, ne, dann wird bei Tolu von Transferflop gesprochen. Ja, was erwartet man denn von einem 18-Jährigen oder 19-Jährigen, den man aus der lettischen Liga holt, der dann auch nur dreimal spielen kann? Dann wird immer kolportiert, der Typ kann nichts, der hat nicht mal Regionalliga-Format, der macht im Trainingsspiel aber drei Buden gegen in dieser Truppe. Da müssten sich mal ganz andere hinterfragen, offensichtlich. Der macht drei Nüsse im Trainingsspiel mit irgendwelchen U21, U18, U19, U17-Spielern neben sich. Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Er ist halt schneller als 95% der Mannschaft, ne? Ja, es ist halt einfach, keine Ahnung, das mag sein, dass er auch nicht die richtige Einstellung hatte oder sowas, ne? Dann wirst du auch noch von Minderleister Horst Held nach der Saison unter den Bus geworfen, damit man selber besser aussieht oder so. Aber jetzt ganz ehrlich, also ich finde das mega schwierig, weil jetzt, also es ist ja noch nicht mal so, als ob die etablierten Kräfte gut ausgesehen hätten in dieser Saison. Und dann irgendwen, der da so mal mir nichts, dir nichts, wir haben gerade Stredi Mamba nicht bekommen, wir holen jetzt Dimitrios Limnios oder so, irgendwie sowas da reingekippt wird in diese Mannschaft. Ja, das ist halt wow. Also als eben die Liste verlesen wurde, wen wir geholt haben, das ist halt schon für die Jungs schlecht und das hat der Mannschaft auch kaum einen Schritt weitergeholfen. Und man darf auch nicht vergessen, also bei André Duda, ne, so gut das auch ist, der hat, glaube ich, irgendwie 13 Scorerpunkte oder so. Ne? Wir haben dafür aber auch wir haben da auch 7,5 Millionen oder so für hingelegt, ne? Oder sogar 8 in so einem mega, wir blasen jetzt unsere Bilanz auf Deal mit Hertha BSC. Und das ist halt dann auch, ne, Leute, das ist halt für das Geld, sind 13 Scorerpunkte okay. Mehr aber halt dann auch nicht. Naja, aber du musst natürlich auch dann bei diesen 13 Scorerpunkten auch berücksichtigen, wem soll er denn vorlegen? Ja, ja, klar, deswegen ja. Das ist ne? Also es ist ja nicht, das ist ja nicht eine, nur eine Schwäche von Duda, dass er sagt, meine 13 Punkte, damit bin ich Topscorer in der Mannschaft. Und 7 Tore hat er ja auch noch geschossen von diesen 13 Punkten. Ja, damit ist er auch Top-Torschütze, ne? Ja, ist auch Top-Torschütze, genau. Aber wem soll er denn auflegen? Ja, ja, klar, deswegen sage ich ja einfach, ne? Das ist, ich finde die ganze Saison an sich, auch weil sie aus meiner Sicht so emotionslos verlaufen ist, weil man nur zu Hause saß oder so, aber ich finde die einfach an Einzelspielern extremst schwer zu beurteilen. Also nicht, weil die alle super gut waren oder herausgestochen haben oder dies oder jenes, sondern weil dieses ganze Gebilde so schlecht war. Und keine Ahnung, da kann man auch sagen, so ja, Noah Katterbach sah auch nicht gut aus. Ja, wenn da halt ein Spiel Linksverteidiger startet
und das nächste Spiel auf der Tribüne sitzt, kann ich von Leuten auch einfach keine Leistung erwarten. Die Menschenführung in diesem Kader war halt dann auch einfach nicht gut. Sie und, in der Reh, ne? Wenn du ja, wechselst zwischen Startelf und Zestic genauso. Zestic startet gegen Hoffenheim, spielt kein gutes Spiel, muss man nicht beschönigen im Rückspiel, aber der spielt dann einfach gar keine Rolle mehr. Der hat Startelf gespielt. Das sind so Sachen, da tue ich mich einfach schwer, wer da gut, wer da schlecht war. Ne? Also auch bei den Etablierten. Es gibt, glaube ich, ein, zwei Lichtblicke, da werden wir ja später, glaube ich, noch zu kommen, aber ansonsten von den dieser Kader ist einfach so schlecht gestaltet gewesen, dass ich da keinem Einzelnen irgendwie sagen will, so, wat ne Fritte. Sondern weißt du, wer laut Kickernoten der Topspieler der Saison ist beim FC, ja, Thomas? Ich weiß es ist, Tim ist, Horn. Ist nicht immer der Torwart bei einer Mannschaft? Also ja. Kannst ja nur... Wahrscheinlich. Vor allem, wenn Frank Lucien die Noten macht. Das... Die Cachon in der Bahnschranke sein. Ja, also es ist Timo Horn, bester Abwehrspieler, tatsächlich im Schnitt Jorge Meret. Bester Mittelfeldspieler Jonas Hector, bester Stürmer Der war gut. Sebastian Andersen mit einer 4 im Schnitt. Ja gut, aus Mangel an Konkurrenz wahrscheinlich. Ja, tatsächlich. Timo Horn ist der einzige FC-Spieler, der eine 2 in der Note vorne stehen hat. Ja, vor allem auch nur nah dran, ne? Wahrscheinlich der Einzige. Ja. Ich glaube, der war sogar 5-mal in der Elf des Tages oder so beim Kicker. Also da muss man auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Er war aber tatsächlich besser als letztes Jahr. Das ist ja, richtig. Er ist auch ein bisschen schlanker als letztes Jahr, alles klar. Aber da sind die Noten beim Kicker teilweise aber auch Lobbyarbeit. Das darf man auch nicht vergessen. Für gewisse Spielerberater und deren Interessen und sowas. Also die Kickernoten würde ich mit vorstellen. Ja, aber wenn man sich nicht mehr auf die Kickernoten verlassen kann, ne? Wie will Armin Fee denn dann noch einen Kader planen? Ja, wobei das, was jetzt im Kader gerade Spielerwert hat, kommt sogar von Armin Fee tatsächlich. Ne? Also zumindest war Armin Fee im Amt, als sie verpflichtet worden. Ja, richtig, genau. Nennen wir es mal so. Ja. Er hat zumindest nicht verhindert, genau. Ja. Ja, alles richtig. Ich habe ich weiß nicht, entweder war es bei euch, Thomas, oder vielleicht sogar bei der Konkurrenz, weiß ich nicht. Da habe ich über André Duda irgendwo den schönen Begriff Dudaismen gelesen. Er zeigt Dudaismen und ich finde das sehr, sehr passend. Also es gibt wenig Spieler, die so zwischen Genie und Wahnsinn pendeln wie André Duda. Was er kann, sieht man, glaube ich, ein bisschen jetzt bei der EM in der slowakischen Nationalmannschaft, wo er einfach nicht neben einem Dominik Drexler spielen muss, sondern neben Marek Hamšík. Das ist ein anderes Kaliber dann, wo Duda auch nicht der eine Fokusspieler ist und einfach quasi der um den Superstar herum so ein bisschen seine Kreise ziehen kann. Ganz anderer Spieler gewesen bei der EM dadurch, dass er einfach eine ganz andere Rolle und auch viel weniger Fokus auf sich hatte und hat sogar in dem slowenischen Kader teilweise auch die falschen Neuen gespielt. Aber viel effizienter als bei uns, alleine weil die halt nicht 30 Flanken von außen reingepöllert haben, sondern er eben sich abwechseln konnte mit dem erwähnten Hamšík und auch mit anderen slowakischen Spielern, die ich jetzt nicht namentlich benennen kann. Ich frage mich gerade, um welchen Superstar beim 1. FC Köln er herum dann kreisen soll in der nächsten Saison. Nö, das ist das Problem, das kann er da eben nicht. Ne? Also halt bestenfalls um Marc Uth, wenn er halt irgendwie sagt, so, den bauen wir da als zweiten hängenden Stürmer neben ihn ein oder sowas. Ist jetzt kein Superstar, aber der könnte halt so ähnlich eine Rolle übernehmen. Witzigerweise, das, was Hamšík gespielt hat bei den Slowenen, hat bei uns am ehesten Jonas Hector gespielt. Slowaken, egal, bei denen da halt, wo Duda dazu gehört. Hat am ersten Mal uns Jonas Hector gespielt, also dieses vorstoßende Mittelfeldelement. Kann natürlich auch nicht jetzt über 34 Spieltage von Hector erwarten, dass er dieses Pensum abspielt. Aber mit einem guten Trainer, und für den halte ich ja Steffen Baumgart, glaube ich, dass man aus André Duda auch noch ein bisschen was rauskitzeln kann tatsächlich. Er muss da natürlich auch Konstanz reinbringen, ne? Also ihr habt schon gesagt, 7 Tore, 6 Vorlagen ist überhaupt gar nicht schlecht für diese Truppe, in der er da gespielt hat und auch gerade bei fehlendem Fokus und so. Da kamen natürlich auch, ich glaube, 5 oder 4 Elfmeter von diesen 7 Toren mit dazu. Natürlich muss ich erstmal auch machen, klar, keine Frage. Nur Duda wäre so einer, wo ich sage, obwohl der jetzt auch nicht mit 26 nicht mehr kein Jungspieler ist, aber trotzdem eben noch Entwicklungspotenzial nach oben hat, dass vielleicht ein Trainer, der weiß, was er will, aus ihm rauskitzeln kann, tatsächlich. Von Marius Wolf bin ich enttäuscht.
bei dem, was er kann und was er auch am Ball kann und was er auch an Einsatz liefert, ist seine Bilanz einfach zu wenig. Der hat bei Dortmund gespielt, der hatte bei Frankfurt seine Breakout-Season damals. Also da muss halt mehr bei rumkommen, bei ihm als immer nur zu sagen, der Einsatz stimmt, finde ich. Aber ist das bei Wolf nicht eigentlich auch so, dass der tatsächlich nur richtig eine richtig gute Saison in seiner Karriere bisher hatte? Ja. Also ich sag mal so, der war bei Hannover war der davor, ne? Vor Frankfurt? Ich glaube sogar in der Reserve von Hannover nur, ne? 1860, Hannover, Frankfurt, Dortmund, ja. Ist seine Transfer. Also ich sag mal, in Hannover war das, soweit ich mich, glaube ich, erinnern kann, okay. Dann ist er nach Frankfurt gegangen und hat da eine Monstersaison abgeliefert und ist dann gegangen. Und ich sage jetzt mal vorsichtig, es hat ja Gründe, wieso er jetzt zweimal ausgeliehen war. Er war zur Hertha ausgeliehen, hat da jetzt auch nicht die Riesenbäume ausgerissen und bei uns jetzt auch nicht. Also nochmal, das ist jetzt sicherlich nicht der allerschlechteste Spieler, den wir im Kader hatten, aber also für das, was er vielleicht auch von sich selber erwartet, war es mir auch ein bisschen wenig. Ja, vor allen Dingen, ich bin jetzt gar nicht an seiner Vorsaison dabei Frankfurt messen. In der guten Saison hat er 5 Tore und 9 Vorlagen in 28 Bundesligaspielen geschafft für Frankfurt. Aber mir geht es ja eher darum, was er halt für ein Potenzial hat. Also was er kann, wie er den Ball behandelt, was er so an Geschwindigkeit und an Physis mitbringt. Der war ja unser schnellster Spieler, noch vor Isibue teilweise. Und ich denke halt, für jemanden, der so viele Anlagen hat und so viel Potenzial hat. War auch schnell. Ja, aber Odoko konnte den Ball halt nicht behandeln. Das kann genau. Man aus Wolf halt schon. Nicht bam, bam. Wir haben halt kein Oliver Neuville in der Mitte. Ja. Nee, aber also, der hat ja schon eine gute Ballbehandlung, der Marius Wolf. Der hat, wie gesagt, eine gute Physis, der ist nicht klein, der ist schnell. Da muss da mehr bei rausspringen als die 2 Tore, die er da fabriziert hat. Im selben Spiel auch noch. Und 3 Assists. Das in 31 Spielen. Selbst wenn du jetzt die Rechtsverteidiger-Spiele rausnimmst, dann hast du immer noch irgendwie, weiß ich nicht, 15, 16 Stürmerspiele. Dafür ist mir das halt echt zu wenig. Aber wenn du siehst, dass der, was hattest du gesagt, 9 Tore oder 9 Assists und 5 Tore gemacht hat in seiner besten Saison, genau, 14, naja, in 28 Spielen, na, dann wäre er gerade mal knapp, wenn er das bei uns projiziert hätte, gerade mal knapp 1 Scorerpunkt vor Duda jetzt an der Stelle, ne? Also, und das in seiner Top-Saison. Also ich weiß nicht, ich fand es ganz okay, also jetzt mal die Rechtsverteidiger-Spiele ausgeklammert, weil da hast du gesehen, dass er sich da wie ein Einbeiniger bewegt, wenn er auf der Rechtsverteidiger-Position unterwegs ist. Der hat den Zug irgendwo gehabt und hat da auch ein bisschen Alarm gemacht auf seiner Seite. Aber ich glaube jetzt auch, ich glaube, da fällt es auch ähnlich rein in das, was Thomas vorhin gesagt hat. Wenn du halt so ein Gebilde hast, was nicht funktioniert, wenn du einen Fokus auf Flanken hast, aber überhaupt gar keinen Zielspieler in der Mitte und einen Duda, der da auf der falschen 9 rumspringen muss, dann irgendwie kriegst du dann ja auch nicht mehr so viel bewegt. Selbst wenn du da mal einen guten Ansatz hast, wenn dich dein defensiver Spieler dann irgendwie nicht hinterläuft oder du da nicht vernünftig in die Position reinkommst, hat er sich dann halt einfach auch ganz häufig eingereiht in die Grütze, die wir gespielt haben. Er war stets bemüht, schreiben wir in sein Arbeitszeugnis rein. Tja, sollen wir noch über andere Einzelpersonen reden? Also wir haben ja Tolu und Limnia schon gesagt, dass die keine Chance hatten. Aber was machen wir denn aus der Personalie Anderson? Am Endeffekt kann er sich ja ins Stammbuch schreiben, er hat den ersten FC Köln gerettet gegen Kiel in dem Rückspiel der Relegation. Aber, tja, ist ein Spiel, bei dem er was gerissen hat, ist das genug? Oder kann er auch was dafür für seine Halbinvalidität? Ich weiß es ja alles nicht. Ja, also dafür kann er sicherlich nicht. Also, da fragt man sich, also, wenn tatsächlich der Fortbestand der Karriere aktuell auf der Kippe steht und es eher schlecht als gut aussieht, dann frage ich mich, ob das dieses Ding, diese Trainingsverletzung mit Salih Özcan war oder ob man vielleicht mal drüber nachdenken sollte, den Medizincheck vielleicht andersweitig zu vergeben. Weil ich meine, wir haben ja heute auch einen Medizincheck gehabt mit vielleicht einem Spieler, der
vielleicht auch durchaus das ein oder andere Paket schon auf dem Rücken hat, verletzungstechnisch. Da habe ich jetzt schon Schweißpen auf der Stirn. Ich nicht, weil der ist ablösefrei gekommen und Anderson hat 6 Millionen Euro gekostet. Ja, gut, aber wir haben jetzt auch noch weniger Geld. Ne? Und bei unserem Talent geben wir jetzt Mire ab und dann wird Bornau noch abgegeben und dann ist Hübers der einzige rechte Innenverteidiger und bricht sich dann auch das Knie. Also ich würde es uns zutrauen oder hätte es uns zumindest in der Vergangenheit zugetraut. Also ich weiß nicht so richtig mit der medizinischen Abteilung, da erlaube ich mir tatsächlich nicht, kann ich mir wirklich nicht ein Urteil drüber erlauben, weil ich meine, da wurden ja auch Thematiken rausgefiltert, wenn ich mich damals an das Thema Husina erinnere, wo sie da diesen Tumor gefunden haben oder auch Mamba ist ja auch nicht gekommen, weil der durch den Medizincheck durchgefallen ist. Ich weiß nicht genau, also es wird ja dann auch immer im Nachgang, wird ja auch immer gerne kolportiert, ja, Anderson hatte da schon bei Union Probleme mit dem Knie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die den nicht vernünftig genug untersucht haben. Die haben wahrscheinlich eine Risikoabwägung gemacht. Die haben wahrscheinlich aber auch eine Risikoabwägung gemacht vor dem Hintergrund. Vielleicht hat die medizinische Abteilung auch gesagt, ja, da ist ein bisschen was, aber ist alles nicht so dolle. Das Risiko kann man gegebenenfalls eingehen. Dann hast du halt gerade Córdoba verkauft. Du brauchst dringend einen Mittelstürmer. Du hast das Geld gerade und dann schlägst du halt einfach zu. Dann machst du das halt einfach an der Stelle. Und wenn dann vielleicht mit dem Trainingsding mit Özcan das dann einfach passiert ist, tue ich mich schwer, dann jetzt irgendwie im Nachgang zu sagen, die medizinische Abteilung hat dann in irgendeiner Form nicht so richtig gearbeitet. Ich glaube, da haben sich ein paar Sachen verkettet, die halt einfach dazu geführt haben, dass du ja die ganze Saison quasi ohne, also 90% der Saison ohne richtige nominellen Stürmer gespielt hast. Das war schon... Ich bin quasi bei mir gerade so dieses This-GIF, das so nach oben zeigt. Genau das ist es nämlich eigentlich. Genaue Entscheidungsfindung ist immer ein bisschen schwierig bei Anderson zu beleuchten, aber natürlich ist der Druck, da einen Spieler zwingend verpflichten zu müssen, der auch ein gewisses Renommee hat, noch gewiss was vorzuweisen hat, da gewesen. Und ob das letztlich die Entscheidung war oder ob die medizinische Abteilung was unterschätzt hat oder die Risikoabwägung anders getroffen hat, ist schwierig. Ich gebe halt zu bedenken, dass der Kerl in der Vorbereitung, bevor er zum FC gespielt ist, halt kaum trainiert hat, bis gar nicht. Und da waren dann Magenprobleme die Gründe, da war dann aber gegen den FC schon klar, dass das Knieprobleme sind, die er hat. Und das ist halt dasselbe wie bei Mamba. Mamba hättest du gar nicht erst anreisen lassen müssen. Man wollte eine Sofortverstärkung haben und aus Paderborn hieß es, der Kerl fällt mal mindestens 4 bis 6 Wochen mit einer Muskelverletzung aus. Ja, hat sich dann ja auch mehr oder minder bewahrheitet. Man hat ihn trotzdem versucht zu verpflichten. Und bei Anderson war es dasselbe. Wäre der Kerl einer von 3 Stürmern gewesen, die man alle bedenkenlos auf den Platz schicken könnte, wäre diese Saison auch anders gelaufen. Ne? Also man darf da ja nie die Aussagen unterschlagen, die Anderson auch während der Saison gemacht hat. Ne? Auch Bornau, die haben alle Schmerzmittel gefressen, wie andere Smarties essen. Und vor der Rückenverletzung von Bornau ist das einfach eine Katastrophe, dass der Kerl unter Riesenschmerzen spielt und das futtert. Und bei Anderson, den hat man halt auch, ne, selbst bei allen Vorschädigungen, egal wie groß die waren oder nicht und auch wie schwer diese Verletzung war, die er sich im Zweikampf mit Sali zugezogen hat im Training, den Kerl hat man danach auch eiskalt verheizt, ne? Und auch im Spiel gegen Schalke zum Beispiel oder so, ne? Man hat den Kerl wieder besseren Wissens auf den Platz geschickt, weil man es nicht mehr anders machen konnte. Ganz simpel. Und das wird sich in irgendeiner Form rächen. Und dass das Knie offensichtlich immer noch nicht besser geworden ist über den Sommer, ist dann halt die bittere Konsequenz daraus. Also ich glaube, wenn der hätte ab September, als das war, die Beine hochlegen können für 4 Monate und nicht 10 Spiele mit 1,5 Beinen rumlaufen müssen oder so, wäre das anders. Würde auch das Knie anders aussehen von ihm. Aber ja, das ist, sollte er auf die Beine kommen, hat er gegen Kiel gezeigt, wie wichtig er sein kann. Das muss man einfach auch sehen, wie wichtig da so ein Neuner vorne drin ist, der auch mal die Rübe reinhalten kann und so. Aber wir dürfen niemals im Leben in diese Saison gehen mit Sebastian Anderson als Nummer 1 Stürmer. Ganz einfach. Das ist, also es wird kaum anders möglich sein, weil wir einfach keine Knete haben. Aber das ist niemals im Leben eine Strategie, auf die man setzen darf. Und dann muss man halt 2 Stürmer leihen.
jetzt bin ich das This Gift, genau, kann ich dir noch vollkommen zustimmen. Spricht ja aber auch wieder gegen die Kaderplanung des FCs, dass du überhaupt halt, also nicht, dass du Anderson an sich holst, der hat ja gute Werte, also was die Tore, Torbilanz angeht, aber du verlierst ja mit Córdoba einen für das System Gisdol, das ist, man halt Gisdol als System unterstellen kann, elementar wichtigen Spieler und holst einen Spieler, der ein ganz anderes Stürmerprofil hat als Jon Córdoba. Klar, ich meine, Córdoba ist natürlich... Hey, laut Kicker sind das alles dieselben Stürmertypen. Ja, genau. Weil ich ja, sind über 1,85, damit komplett identisch, ganz genau. Nee, also ich meine, natürlich ist es sehr, sehr schwer, mit begrenzten Mitteln einen so kompletten Stürmer wie Jon Córdoba zu kriegen, der einerseits im Pressing elementar wichtig ist, mit dem Gesicht zum Tor was reißen kann, sogar mit 30 Metern Abstand zum Tor noch irgendwie zum Lauf starten kann und sich durch einen Abwehrspieler durchtanken kann, aber auch im Strafraum eine gewisse Kopfballhoheit mitbringt. Andererseits, wir sagen zwar immer begrenzte Mittel, aber der FC hat 15 Millionen rausgehauen und ist irgendwie Platz 7 in der Ausgabentabelle der Bundesliga, aber Platz 16 in der Gesamtliga. Ne? Also die Mehr von den begrenzten Mitteln stimmt auch nur halb. Ich behaupte auch mal, für 7 Millionen oder was wir dafür Anderson bezahlt haben, kriegst du auch noch mal jüngere Stürmer, die vielleicht ein bisschen kompletter sind als Anderson. Denn was er ja auch gezeigt hat, mit dem Kopf ist der eine absolute Waffe, keine Frage. Da reichen sogar 70% Fitness, um Kiel da 3 Kopfballtore einzuschenken. Mit den Füßen kann der aber nicht viel. Ne? Also Ball am Fuß ist bei Anderson immer gleich vergebene Torschance. Oder wie Mo Torres das bei uns gesagt hat, schwacher Fuß, beide. Also insofern... Aber es kommt ja auch auf den Zeitpunkt der Verpflichtung an. Ja, aber das Profil ist ja unabhängig vom Zeitpunkt, oder? Also was er mitbringt. Ja, nee, aber der FC hatte ja zu dem Zeitpunkt der Verpflichtung von Anderson halt einfach keine Zeit mehr. Mhm. Aber, ja, aber um da reinzugrätschen, ne, das hat der Verein selber verbockt. Ja, selbstverständlich. Genau. Das ist halt nicht dieses, die hatten keine Zeit mehr. Sie wollten da mehr raushauen aus der Córdoba-Sache, als sie hätten kriegen können und haben am Ende halt überall ja, den aber Song Thomas, dass Córdoba die gesamte Vorbereitung noch beim FC spielt, dass das gesamte Spiel des FC auf Jon Córdoba abgestimmt war, das ist ja nun mal Fakt. Ja, ja, natürlich. Deswegen sage ich einfach, der Zeitpunkt ist eine Katastrophe. Und dass du dann, wann war es? 2 Wochen vor Bundesliga-Start, eine Woche vor Pokal? Ja. Irgendwie so? Die Woche nach Pokal. Die Woche nach Pokal sogar. Pokal ist er kurzfristig aus dem Kader genommen worden. Ja. Stimmt, da war er ja sogar noch im Kader, ja. Und dann hast du halt einfach, und dann guckst du, dann guckt Horst halt auf den Plan und guckt, jetzt müssen wir noch einen für vorne haben, wo Jon Córdoba jetzt weg ist. Und dann ist halt Anderson fast schon die einzige Lösung gewesen. Weil so viele Stürmer sind dann nicht mehr da. Ja, ja, völlig klar. Sehe ich genauso. Und man darf ja auch nicht vergessen, auch bei der kompletten Planlosigkeit des ersten FC Köln, ne? Man wollte Stredi Mamba holen, hat den nicht geholt, aus Verletzungsgründen, und holt dann Tolu. Das wären dann vielleicht für den Kicker auch die 2 identischen Stürmer. Aber das ist ja, da sieht man ja einfach, wie völlig wahllos dazugegriffen wurde. Und die Kritik ist ja auch richtig mit das Córdoba und Anderson sind völlig andere Spielertypen, völlig andere Spielweise, die du mit denen spielen musst. Und auch das ist Sebastian ja nicht zugute gekommen. Also, wenn er ja eins nicht ist, dann ist es der Dynamische, der vorne den Ball hält und dann die Ein-Mann-Maschine, ne? Die Ein-Mann-Armee, die dann die ganze Verteidigung auseinanderbricht, sondern der hält die Bälle gut, der ist körperlich robust und kann dann weiterleiten auf Leute, die nachkommen. Nur wenn 40 Meter weit keiner ist, was soll er machen? Und du hast ja nicht mal einen Spieler im Kader, der für seine Flankenschärfe jetzt bekannt wäre, ne? Also du musst ja eigentlich, wenn du Anderson holst, auch deinen eigenen Trimmel dir holen, damit auch irgendwer den füttern kann. Weil ja zu dem Zeitpunkt auch schon bekannt war, dass keins lange ausfallen würde. Und dann hast du auch keinen, der da irgendwie groß Flanken schlagen kann, von der Qualität her. Das war wahrscheinlich aber auch der Versuch, Limnios ein Stück weit als Flügelspieler, ne? Dass du den. Wobei der ja auch mehr so der dribbelnde Nadelspieler ist, nicht der Flankengeber, ne? Das ist ja mehr so ein Fittenkur-Leid. Dass wir Spiele zwischendrin hatten, wo da absolute
Raupendinger von links und rechts in den Strafraum reingesegelt sind, wo zudem noch nicht mal einer stand, der irgendwas hätte potenziell abnehmen können. Ich glaube, das haben wir ja ein paar Mal gesehen in dieser Saison. Ne? Also das war schon, ja, war schon gruselig ein Stück weit. Aber es war tatsächlich, ich glaube auch tatsächlich, dass es dieses Thema war, dass ein Horst Held dann in dem Moment, wo feststand, dass John Cordova weg ist, war wahrscheinlich die Hauptmaxime, ich habe jetzt meinen wichtigsten Stürmer verloren und verkauft und ich muss jemanden holen, der in der Bundesliga schon nachgewiesen hat, dass der da knipsen kann und dass der mir potenziell irgendwas zwischen 5 bis 12 Tore bringt. Und da sehe ich auch, da war wahrscheinlich Anderson die einzige Variante, die man sich mit den Mitteln, die man dann hatte, zu dem Zeitpunkt, nachdem man ja die Hälfte von dem Transfergeld, was man für Cordoba bekommen hat, dann ja schon direkt reinvestiert hat in Duda, war das wahrscheinlich die einzige Option, die du bekommen konntest, wenn du natürlich mit dem Fokus rangehst. Wenn du ein bisschen professioneller vielleicht aufgestellt bist, dann hast du vorher schon mal geguckt und hast dich vorher schon mal informiert, weil ja relativ klar war und John ja auch relativ klar gesagt hat, dass er gehen will. Dann musst du vielleicht nicht erst in der letzten Sekunde reagieren und hast dir vielleicht vorher schon mal irgendwie was gesichert oder eine Option oder was weiß ich. Aber wenn du dann halt so agierst, wie du da agierst, dann ist es halt Sebastian Anderson. So läuft das im Fußball nicht. Mit Plan. Ja, wegen den Gremien und so, weißt du? Ja. Da zu viele Gremien-Einfluss, ja. Das Hauptproblem war ja einfach, dass er auch als Soforthilfe eingeplant war, ne? Also bei dem Kniethema zu bleiben, der hat halt die Vorbereitung nicht komplett absolvieren können. Nicht ganz. Ich glaube noch nicht mal in Bruchstücken. Und es gibt ja auch Gründe, der hatte eine Ausstiegsklausel bis Ende Juni oder bis Mitte Juni. Es gibt ja auch Gründe, warum kein Verein für einen Stürmer, der die meisten Kopfballduelle in der Bundesliga gewonnen hat und 13 Buden gemacht hat, 7 Millionen Euro auf den Tisch legt. Und das ist nicht, weil Corona war und kein Geld da war. Also auf der ganzen Insel lecken sie sich nach so Spielertypen eigentlich die Finger. Und es gibt Gründe, warum der Kerl auch Mitte September, Anfang September, ne, wann war's? Doch, ne, so Pi mal Daumen, noch auf dem Markt war. Und ja, natürlich, die Zwänge sind klar. Und ich weiß auch, warum Horst Held das gemacht hat. Das ist halt nur einfach, ja, ich glaube, da sind wir ja alle einer Meinung, keine gute Arbeit. Und das ist für Anderson bitter. Also mal abgesehen davon, dass ich glaube, wenn er clever ist, jetzt alle 5,5 Wochen zum Training kommt, damit die Berufsgenossenschaft nicht einspringt. Er hat halt den Vertrag seines Lebens in Köln unterschrieben. Und ansonsten ist das für den Verein wie für den Spieler eine absolute Katastrophe. Was ich mich da frage, das weiß ich aber nicht. Es gibt ja, wie man jetzt so hört, eine hier, wie nennt sich das, Invalidenversicherung oder so für Anderson. Hat die jeder Spieler? Oder macht man das, weil die medizinische Untersuchung schon sagt, da ist was im Busch, mach mal lieber so eine Versicherung? Ich glaube, du kannst, also wenn das jemand besser weiß, kann er mich gleich gerne unterbrechen. Ich glaube, damit sicherst du ja ein bisschen dein Buchwert ab. Also das wirst du wahrscheinlich jetzt eher bei Spielern machen, wo du eine Ablöse zahlst und die versuchst, über diesen Wert abzudämpfen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man es wahrscheinlich eher bei Spielern macht, die A, mehr kosten oder wo du vielleicht tendenziell ein Risiko siehst. Ja, das wirst du wahrscheinlich nicht unbedingt, oder ich weiß auch nicht, ob es bei jedem Spieler so gemacht wird, aber bei einem Spieler, der weiß ich nicht, aus der Jugend, aus der zweiten Mannschaft hochkommt, da wird vielleicht auch der Wert nicht so hoch sein. Also du, das ist ja wahrscheinlich wie bei sonstigen Versicherungen, wird das ja an irgendeinem Wert bemessen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es an dem Marktwert/Ablösewert festgemacht wird. Ja, deine neue Mercedes E-Klasse wirst du ja wahrscheinlich ein bisschen besser versichern als deinen klapprigen Polo, der 15 Jahre schon vor der Garage steht. Wenn man clever wäre, würde man es andersrum machen. Ne? aber ja, also ich glaube, so ungefähr läuft es ab. Ich glaube, dass das grundsätzlich eigentlich bei fast jedem Spieler ein Thema ist, Invaliditätsversicherung. Also ich glaube nicht, dass man jetzt für einen 5. Torwart, der 18 ist, das schon macht, aber so grundsätzlich für jeden im Profikader Tätigen ist das in irgendeiner Form Thema. Klar, ne, natürlich, wenn du 7 Millionen für irgendwen ausgibst, der ein angeschlagenes Knie hat, da versicherst du den vermutlich anders und besser als jetzt irgendeinen ablösefreien, was weiß ich, aus der 3. lettischen Liga oder so, der halt gerade
vom Berater deines Vertrauens ins Café gebracht wurde, als du 14 Promille hattest und dich nicht mehr wehren konntest oder so. Ja, gut. Wollt ihr noch irgendwas sagen zu einem der anderen Spieler? Wollt ihr noch darlegen, ob sich Ron-Robert Zieler hinter dem Panda entwickeln konnte, wie das geplant war? Oder ob die Max-Meyer-Verpflichtung Sinn ergeben hat? Oder sollen wir lieber zum nächsten Thema? Max Meyer ist doch dann jetzt heute auch raus, oder? Ja, 30.06. Elvis und Max Meyer haben heute quasi offiziell ihren letzten Arbeitstag. Also, und Wolf auch. Ja, bei uns gehabt. Und Wolf, genau. Ja, Max Meyer habe ich ja quasi in der letzten Wortmeldung schon mit abgehandelt, mit dem Berater des Vertrauens und so. Und mit dem Bälle über den Kopf hinwegfliegen. Auch, aber ja, egal. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, ne? Ich habe das... Je mehr ich gerade euch auch zugehört habe, ne, desto mehr denke ich gerade, Horst Held, du hast dich in der Bild-Zeitung hingestellt und gesagt, oh, dann musste ich da Rechenschaft ablegen über meine Arbeit. Allein, dass du 1,5 Stunden Zeit oder irgendeine Zeit hattest, da noch Rechenschaft drüber abzulegen. Ernsthaft, wenn ich so eine Arbeit abliefern würde, bei meinem Arbeitgeber, da bräuchte ich gar keine Rechenschaft mehr ablegen. Da wäre ich schon raus. Da ist ja einzig André Duda, wo du sagst, das ist okay. Der Rest, das ist ja eine Katastrophe. Und diese ganze, das, was der Thomas sagt, das ist ja nicht nur die Einzelspieler, sondern diese ganze Kaderzusammenstellung ist eine Katastrophe. Ja, und dann fällt der Wichser sich dann noch hin und sagt, ich armer Horst Held, ich hätte hier so gern weitergemacht und der böse, böse Vorstand will mich jetzt nicht mehr haben. Ach, was Sherlock. Wobei, ich bleib dabei, dass das der cleverste Move war, den Horst Held jemals gemacht hat. Ja, natürlich. Ja. Das Ding ist, was ich halt sage, ist, nehmen wir mal, selbst wenn die Sommertransferperiode sehr schwierig war und sehr, ne, auch von Zwängen behaftet, ne, wann geht Córdoba, für wie viel und. Allein die zwei Wintertransfers sind Kündigungsgründe, Freunde. Da müssen wir nicht drüber reden. Wir haben keinen Mittelstürmer im Kader. Dann holen wir einen Stürmer, nachdem ich google für das Porträt bei fc.com und die allererste Interviewaussage von ihm ist groß in der Überschrift: Ich bin kein Mittelstürmer. Danke, da habe ich keine Fragen mehr. Und das sind alles Sachen, genau wie sein eher schwieriger Charakter, die Spielweise, die nicht zum Kader passt, etc. Alles Risiken, die Horst Held aufgezeigt wurden. Genauso Max Meyer, ne? Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es hier war oder in anderen Podcasts oder was auch immer, wir haben ungefähr 8 nicht sonderlich schnelle, nicht sonderlich große, nicht sonderlich kopfballstarke, nicht sonderlich dynamische zentrale Mittelfeldspieler. Ich weiß nicht, was Max Meyer diesem Kader hätte bringen sollen, selbst wenn er gut gespielt hätte, was nicht andere auch hätten machen müssen. Während wir auf anderen Positionen deutlich mehr Handlungsbedarf haben. Ob das jetzt nur, wie der Kicker sagt, ja, waren nicht große Ausgaben. Auch für Emanuel Dennis, dank Klassenerhalt, jetzt einfach mal 1,2 Millionen gekostet, der ganze Deal, ne? Danke dafür. Aber selbst, wenn der nur 200.000 gekostet hätte. 1,2 Millionen. Wow, ja, aber selbst wenn das alles nur insgesamt 250.000 gekostet hätte oder 500.000, das ist Geld, das wir nicht hatten und das ist Geld, das wir nicht andersweitig eingesetzt haben. Das ist das Problem. Das kann man sich schön rechnen und sagen, ja, so teuer wahnsinnig. Ja, wir hätten aber auf der Position anders handeln müssen. Mir bringt es nichts zu sagen, ja gut, dass die Packung Toffifee, die beim Real auf dem Rollband in der Mitte liegt, die hat auch nur 1,39 Euro gekostet, die Dreierpackung. Ja, wenn ich aber zu Hause sitze und morgen nichts zu trinken habe hier in dem Haus oder sowas, bringt mir auch nichts, dass das gestern im Sonderangebot war, Toffifee, und ich mir das Zeug reinballern kann und mir schlecht ist. Das bringt halt nichts. Das ist eine Argumentationsweise, die ich nicht verstehe. Und um auf diese Fehler zu kommen, nehmen wir zum Beispiel Matolu.
Ich weiß, dass ich, glaube ich, mit meinem Fußballmanager-Verweis es auch in den Kicker geschafft habe dadurch. Ja, es wurde irgendwie, es ist nicht so einfach, wie sich viele Home-Fußballmanager das vorstellen oder so. Das irgendwie warst sowas. Du, okay. Ja, ich habe ja auf Twitter geschrieben, das war ja anders gemeint. Es ist gemeint gewesen, dass selbst ich bei Tolu weiß, der ist Nigerianer, der ist nicht EU-Ausländer, der darf in der Regionalliga Reserve gar nicht spielen. Das weiß selbst ich als jemand, der irgendwie den Fußballmanager 2013 spielt, weiß, dass das nicht funktioniert. Beim FC ist man auf das Risiko hingewiesen worden, man hat diesen Deal trotzdem gemacht und war auch überzeugt davon, zumindest die sportliche Leitung, dass der Kerl in der Regionalliga spielen darf. Ha, aber, darf er nicht. Aber wieso? Wieso er da spielen darf? Nein, wieso sind Sie der Überzeugung, dass er da spielen darf? Weil sie alles besser wissen als die Leute, ja, aber die, das gibt's die Kontrolleure doch nicht. Sind. Das, doch. Aber Thomas, das gibt's doch nicht. Wenn dir jemand sagt, es gibt Regeln, die sind festgelegt. Und ja. eine Regel davon ist, keine Ahnung, der kann da nicht spielen. Es steht im Statut des DFB, der Schirmherr der Regionalliga ist, der darf da nicht spielen. So, das ist fix. Und das sagst du denen. Dann können die doch nicht sagen, glaube ich nicht. Ja, also, wir holen den trotzdem. Na klar kann der spielen. Vielleicht wollen wir ihn mal nicht ganz böse unterstellen und machen mal ein Szenario auf. Vielleicht hat er irgendwie einen englischen Papa, Opa oder sowas. Und die haben irgendwie einen Antrag auf Zweitbürgerschaft gestellt, der nicht durchgekommen ist oder sowas. Das kann ja sein. Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist halt einfach diese Beratungsresistenz, die sich da durchzieht. Ne? Also wenn dann immer gesagt wird, ja, die kontrollieren die zu hart oder sowas. Ja, du hast aber keine Handhabe dagegen. Sie haben es gemeint, sie wissen es besser. Gibt ja auch Nicht-EU-Ausländer, die auch in der Regionalliga spielen dürfen, ne? Wenn die EU ein Sonderabkommen mit diesem Land geschlossen hat. Also ich glaube, es gibt so Tunesien und so, die dürfen da alle spielen. Algerien, ja. Alles so, was auch mit Frankreich assoziiert ist. Die US-Amerikaner dürfen da auch spielen und so, aber Nigerianer China. Halt nicht. Und ja, China, die dürfen ein eigenes Team schicken, glaube ich. Ja, genau. Aber das ist diese Beratungsresistenz. Es war vorher klar, es wurde als Risiko, als großes Risiko aufgezeichnet, dass das passiert und es wurde nicht darauf gehört. Und das ist dann halt, ja, deswegen auch bei... Der Vorstand hat es ja eher begründet mit, wir haben Bilanz gezogen und so, aber auch Horst Held für die Aufgaben, die kommen, nicht geeignet ist, so ungefähr. Aber es reicht einfach hinten und vorne nicht. Und die Transferbilanz ist scheiße, die Art und Weise, wie gearbeitet wird, ist nicht gut. Ne? Und da sind Meier und Dennis halt die perfekten Beispiele für. Also man kann ja noch nicht mal sagen, also kann man schon, das war jetzt halt Pech. Also alles hat darauf hingedeutet, dass das funktioniert, hat halt nicht funktioniert, scheiße. Nee, es war von vornherein klar, dass das nicht funktionieren kann, wie es angedacht war, bei vielen Sachen. Und das ist halt einfach, sorry. Deswegen sage ich ja eben, dass Horst Held immer noch einen Job in dieser Branche kriegt, so, das ist nichts Persönliches, das ist nur beruflich gesehen, das wundert mich halt immer noch. Das verstehe ich nicht. Und es war, und ich komme immer wieder gern darauf zurück, es war auch im Vorstand des ersten FC Köln klar, ne? Dieser Vorstand, Horst Held ist mit einem 0-7 aus der ersten gemeinsamen Ausschusssitzung rausgegangen, die Personalie. Das darf man nie vergessen. Was dann da gekippt ist und alles, sei dahingestellt, aber ne, es ist nicht so, als wäre das Problem, dass Horst Held in Sachen, wie arbeitet er, wie ist er, hat in diesem Verein nicht bekannt war. Und das hat dann halt durchgeschlagen, ne, jetzt. Als es spitz auf Knopf war und halt auch viel verbaut. Ne? Man darf ja nicht sehen, wir haben eben über Sebastian Andersson geredet, das Geld sehen wir nicht mehr wieder. Nein, du kannst auch mit Invalidenversicherung kommen, wie du willst. Der Kerl hat 13 Spiele oder 14 Spiele letzte Saison gemacht. Da steigt dir jede Invalidenversicherung auf den Tisch. Es gibt öffentliche Aussagen, dass der Kerl unter Schmerzmitteln gespielt hat. Welche Invalidenversicherung soll denn da noch greifen? Jetzt mal ernsthaft, ja, ja. Keine Ahnung, da steht ja selbst der AXA-Vertreter aus Köln-Rondorf steht lachend auf und sagt, Dankeschön, Sie sind also wer nochmal? Erste FC Köln? Ja, dann wir melden uns. Ne? Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Ja. Ja, es ist halt auch so ein Ding. Allein diese Schmerzmitteldiskussion im Fußball, dass der Arne ja auch sehr unterwegs
ist tragisch, dass es so kommen muss, dass du halt wirklich Menschen de facto verheizen musst und deren Gesundheit für einen Verein ruinieren musst, weil du halt denkst, dass da irgendwelche Interessen größer werden als die Gesundheit von Menschen eben. Aber auch da denke ich mir, auch im Winter wären einfach andere Stürmeroptionen realistisch gewesen. Auch Leute, die es schon nachgewiesen haben in der Bundesliga und die in ihren Vereinen nicht zum Zug kamen, die hätte man ausleihen können im Winter, bevor ich halt eben 1,2 Millionen für Emanuel Dennis raushaut, der, wie Thomas gerade gesagt hat, kein Mittelstürmer ist. Oder bevor ich einen Vertrag abschließe, wo ich, und da komme ich immer noch nicht drüber hinweg, wo ich Simon Terodde nochmal Geld bezahlen muss, dafür, dass der nicht aufgestiegen ist. Dafür, dass der Rückrunde keine 10 Tore mehr geschossen hat, muss ich dem jetzt Geld bezahlen, das erste FC Köln. Allein das ist schon der Kündigungsgrund, den wir jetzt schon ein paar Mal hier herbeigesprochen haben. Es ist unfassbar, was da gemacht wird. Und was von da durchkommt. Aber die kommen damit alle durch. Horst Held kriegt auch wieder irgendeinen neuen Verein. Irgendein Hannover holt ihn dann zurück oder so. Achim Bayerlorzer und Michael Fronzek coachen nächste Saison in der Champions League. Das müsst ihr euch immer vor Augen führen. Die beiden coachen Champions League und kriegen Millionen Gehälter. Und gerade Michael Fronzek ist die flaumigste Pflaume unter allen Pflaumen, die es gibt. Ja. Egal, also irgendwie ist diese ganze Vetternwirtschaft da jenseits von menschlichem Verstand und jenseits von irgendwelchen sachlichen Gründen. Pakt schlägt sich, Pakt verträgt sich und eine Krähe hat der anderen keine Augen aus, keine Ahnung. 10 Euro ins Phrasenschwein. Wenn du in der Winterpause letztes Jahr mit 2,2 Millionen Euro nach Darmstadt gefahren wärst, und gesagt hättest, pass mal auf, wir holen hier Serdar Dursun. Ihr habt keine Ambitionen, ihr steht irgendwie auf Platz 13, 14, ihr werdet schon nicht absteigen, ist schon okay. Hier habt ihr 2 Millionen. Ja, da sagen wir aber auch, 2 Millionen für einen, der in der Bundesliga nichts gerissen hat. Was machst du da, Horst? Nicht das ist, glaube ich, so eine Raffa-Schuss. Weiß ich nicht. Ich glaube, Dursun hätte. Positionsprofil ist das halt was ganz anderes. Ne? Ja, also, ob der was gerissen hat oder nicht. Du siehst ja selbst, dass Sebastian Andersson auf 3/4 Beinen da schon was darstellt, weil der halt ein gänzlich anderer Spielertyp ist. Ja. Der kann dann vielleicht nur 6 Minuten laufen, aber Serdar Dursun ist fit. Und du siehst es ja selbst bei Mainz 05, die holen den Robert Glatzel, der jetzt bei weitem kein guter Stürmer ist. Auf Bundesliga-Niveau, aber selbst der bringt denen halt eine physische Präsenz und eine Körperlichkeit da rein, die einem weiterhilft. Der muss keine 10 Saisontore schießen in der Rückrunde. Da reicht es halt auch zum Teil einfach nur da zu sein als Körper mit 1,95 und ein bisschen Zweikampfverhalten. Und das ist halt, keine Ahnung, es gab x Alternativen, ne? Keine Ahnung, also ich muss den Markt nicht kennen. Ich kriege keine 1,8 Millionen Euro in der Saison, um irgendwelche Spieler zu verpflichten. Ich sitze hier 3 Stunden vor meinem Laptop und oder 8,5 Stunden und schaue mir irgendeine Mitgliederversammlung an und werde nicht dafür bezahlt. Aber es muss doch auf diesem Markt einen Mittelstürmer gegeben haben. Und die gab es. Und das ist halt... Egal auf welchem Format, egal was wir bezahlt haben, aber wenn dann wieder auch bei Volker Struth die Rede ist, ja, ne, Danny da Costa und so und Dominic Kohr, egal ob man die jetzt auf der Position hätte gebrauchen können, so, konnte sie FC nicht leisten, ja doch. Man hätte sie sich leisten können, man hätte sich halt den anderen Schmuh sparen müssen, aber man hätte sie sich leisten können. Man hat, und das hat Axel ja völlig richtig gesagt, man in der Winterpause nochmal 2 Millionen auf den Tisch gelegt. Nichts jetzt, glaube ich. Also ich behaupte sogar, es ist jetzt rein spekulativ und so ein bisschen FIFA-Manager, klar, aber ich habe bei der EM Österreich gesehen, der in dem letzten Gruppenspiel, und habe gesehen, wie Michael Gregoritsch geheult hat, weil er bei Augsburg nicht mehr gespielt hat. Den hättest du für 200.000 ausleihen können. Und ich glaube, selbst der hätte mit 1,93 da vorne drin eine größere Rolle spielen können als unsere Mini-Stürmer, die da die Flanken über den Kopf gesegelt bekommen haben. Der hätten vielleicht sogar 3 Tore gereicht, um uns irgendwie weg von dem Relegationsplatz zu schießen. Aber auf diese Ideen kommt man ja gar nicht. Es hat keinen Struthmann, kennt Horst Held vielleicht gar nicht. Mein schönster Moment der Rückrunde gar nicht mehr dabei. Ja, das stimmt. Das war also schon gut so. Das kann der Verein dir nicht antun, das stimmt. ich, ich,
Ich glaube mittlerweile auch, Axel scriptet die Saison einfach durch für 24-7 ja. FC. Das kann ja. ich mir nicht anders vorstellen. Dafür waren aber ein paar viel VAR-Entscheidungen da drin. Ja, aber gut, Axel kennt das Drehbuch halt. Ne? Da ist ja, man gut. auch entspannter als wir, die da von draußen drauf gucken und denken. Das stimmt. Was hat denn sich diese Staffel wieder ausgedacht, der Otto? Sondern zack. Du musst ja auch einen Klimax einbauen, ne? Ja. Ich meine, das Drehbuch war schon Hollywood-reif, muss man sagen. Ich bin schon gespannt auf die nächste Staffel, wie der Axel das nochmal toppen will. Aber gut, es gibt ja so viele Serien, die in der Schlussphase abgehauen sind. Ja. Lizenzentzug Greuther Fürth. FC wird 17. und dann kriegt Greuther Fürth keine Lizenz. Oder sowas, um das noch toppen zu können. Oder wir marschieren nach oben durch. Wer weiß. Ja, oder so.